Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Ja, wie ihr am Titel erkennt oder erkannt habt, zum letzten Mal, das letzte Mal, was ich damit meine, worum es geht, ja, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Einen wunderschönen, hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, grüßt euch. Ihr seht, gute Laune, mehr oder weniger gute Laune, obwohl es ein negativer Titel ist. Ja, zum letzten Mal werde ich wohl ja, dieses Ding haben, bekommen. Ich werde das wohl noch einmal machen und ab dann nie wieder. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch auch ganz kurz. Weil ich hatte euch ja mal am 7.10., ja 7.10.2020 ein Video gemacht. Ich teile das mal ganz kurz, ich zeige euch das. So, 2 Jahre ist es her. Der ursprüngliche Plan ist gewesen, dieses Moped, ne? Wie rum richtig, so rum richtig, schon ein bisschen runtergekommen. Friert auch schon für den Frieden wahrscheinlich. Wer weiß, gegen das hier zu tauschen. 2 Jahre habt ihr zu diesem Thema nichts von mir gehört. Hat auch seinen Grund. Und ich sage euch jetzt folgenden Grund, also den Grund. Und zwar, ich hoffe die ganze Zeit, dass das Licht nicht irgendwie ausgeht. Also nicht das Licht, sondern das Licht. Okay, folgendes. Wir waren diese Woche auch schon zweimal in Antalya gewesen. Und zwar, hat ja jetzt über 2 Jahre gedauert, die ganze Geschichte. Und ich erzähle euch auch gleich ein paar Sachen, was da so, naja, hätte besser laufen können, aber typisch Türkei halt eben, ne? Was soll man sagen? Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren diese Woche zweimal in Antalya. Also wir waren am Montag in Antalya gewesen. Zwecks Krankenbesuch, also beziehungsweise wir waren im Krankenhaus für meine Frau, da gab es Untersuchungen zu machen, haben wir gemacht, alles schick, passt. Und dann dachten wir, komm, gehen wir mal zum Vatandaşlık Müdürlüğü. Und haben wir auch gemacht. Und dann haben wir uns dann da hingestellt und haben mit dem Mädel, die da sitzt, hat ein bisschen so gequatscht und so. Und dann sagt, ja, uns fehlen dann noch Unterlagen. Dann sagen wir, okay, gut, schön, dass wir das auch erfahren. Und dann sagte, ja, wir haben euch ja einen Brief geschrieben, geschickt. Und dann war, wie, wo, wann, ne? Geçen sene, letztes Jahr. Also ein Jahr verplempert, ne? Ist klar. Kam natürlich nicht an hier bei uns im wunderschönen Kargecak übrigens. Tipp, auch an Kunden, Interessenten. Kargecak, reguläre Post ist immer so eine Problematik hier. Mal ja, mal nein. Und deswegen lassen wir uns auch alle Bestellungen irgendwie ins Büro liefern. Ne, da ist es safe. Das kennt jeder. Weil gerade Cargo, die haben keinen Bock, den Berg hochzufahren. Dann geben sie es bei der PTT ab und dann ist gut. Nächste. Ja, haben wir gesagt, haben wir nicht bekommen. Haben wir ja auch nicht. Und dann sagt die, ja, uns fehlen ja noch Unterlagen und so weiter und so fort. Und ja, dann geht es dann halt weiter. Dann kriegen wir einen Anruf und so. Und ja, gut. Dann haben wir die Unterlagen beigebracht, das haben wir gestern gemacht, also waren wir wieder da. Und ja, jetzt geht die Bearbeitung fröhlich weiter. Und zwar, wie geht es dir weiter? Also, ja, das hat sich alles durchgeguckt, hat nochmal den Müdür geholt und geguckt, ob das alles passt. Gut, passt alles schick, wunderbar, komplett läuft. Sehr gut. Dann hat die es, normal muss man einen Sprachtest machen, ne? Es wäre sinnvoll, dass man so ein bisschen Türkisch kann. Ja? Okay. Da wir jetzt die türkische Staatsbürgerschaft aufgrund von Eheschließung beantragt haben, logischerweise, weil meine Frau Türkin ist und ich länger als 3 Jahre mit meiner Ehefrau verheiratet bin, auch glücklich verheiratet, also meine Frau ist glücklich und ich bin verheiratet. Nicht nee, Spaß, alles gut. Ja, sie hat das Toplante genannt, Versammlung. Es wird dann eine Versammlung geben, wo man mich befragen wird. Da so eine Plastikscheibe war und ich nicht so besonders toll höre,
habe ich dieses Berber nicht verstanden, also dieses zusammen mit. Ne? Also so kommt vor, Künstlerpech. Das passiert, hat nichts mit Türkisch zu tun, das ist bei Deutsch genau das Gleiche oder in jeder anderen Sprache. Nächste. Auf jeden Fall wird dann in einer Woche ist eine Versammlung und dann in 3 Wochen wahrscheinlich für mich. Das heißt, ich muss dann in 3 Wochen antreten, ne, und dann darf ich dann singen. Korkmasen mes buşafak. Nein, Spaß. Das wahrscheinlich nicht. Worum geht es denen? Es geht denen um die Scheinehe, ob wir aus Scheinehe geheiratet haben, ob ich mir die türkische Staatsangehörigkeit erschleichen möchte. So, ne, das hat sie uns so gesagt. Und dann sitzt man zusammen vor 7 Leuten. Ja, ihr hört richtig, warum 7, warum nicht 10 oder 20? Übrigens, wir haben ein unfreiwilliges Haustier bekommen. Ne? Ja. Komm, hadi geht. Jürgen, komm mal. Vor 7 Leuten, darüber habe ich die ganze Heimfahrt nach Alanya von Antalya philosophiert, warum 7? Warum nicht 5? Wieso 7? Hat das irgendwie, ist das was Magisches, was Mystisches, Keltisches? Keine Ahnung. Warum 7? Warum nicht 10? Warum nicht 20? Wieso nicht vor Midür? Und keine Ahnung. Naja, egal. Die werden schon wissen, warum. Dann werde ich dann befragt werden, ja, wie wir uns kennengelernt haben und wieso wir geheiratet haben und warum ich Türke werden möchte und so weiter und so fort. Und ja, jedem, dem ich das erzählt habe, also ihr erfahrt es leider zuletzt. Jetzt kommt er schon wieder an. Hier, komm, Hade. Stinker, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Jetzt sitzt er da auf dem Kissen. Beste Leben hat das Tier. Wo war es stehen geblieben? Ja. Auf jeden Fall wollen die dann rausfinden, ob wir dann scheinehemäßig verheiratet sind und sowas. Naja, gut. Das werden halt dann so die Fragen sein, wieso, weshalb, warum. Und jedem, dem ich das erzählt habe, war die erste Frage auf Türkisch. Nee, das machen wir auf Kantonesisch. Na sicher machen wir das auf Türkisch. Das wird sich schon ausgehen. Wir haben ein bisschen auf der Fahrt nach Antalya so, habe ich da so ein bisschen auf Türkisch mit meiner Frau im Auto erzählt, wie und wo und was. Und ja, aber wie gesagt, das Mädel, was da saß, was die Vollständigkeit halt auch überprüft hat, die sagt dann halt, scheiß Mücken nicht. Die sagt dann halt, mach dir keinen Kopf, alles gut. Und auch gleich mein Anwalt angerufen. Ich habe ja für alles einen Anwalt, ne? Und ehemaligen Richter und so weiter, den nicht mehr für den Staat arbeiten will, sondern auf eigene Rechnung und so weiter. Und die sollten das so Takipci-mäßig so ein bisschen verfolgen. Ist halt gut. Also Leute, die selbstständig sind, wissen es. Ihr braucht einen guten Rechtsanwalt und ihr braucht einen guten Steuerberater. A und O, egal was ihr macht. Ja, außer ihr steht bei Mackie an der Kasse, dann ist es egal, was ihr macht. Der Zug ist abgefahren. Nächste. Ne, dann haben wir das so halt ein bisschen durchgespielt. Meine Frau sagt, ja, das passt, das ist alles okay so. Nur ich mache mir dann halt ein Kopfkino und denke mir dann, ja gut, okay, da kann ja schon was schief gehen. Mein Anwalt haben wir halt angerufen, der sagt, mach dir keinen Kopf und so, das passt schon alles. Und dann haben wir gesagt, ich bin im E-Vatandaşlık, E-Vatandaşlık bin ich angemeldet. Das ist so ein Staatsangehörigkeitssystem, das ist sowas wie E-Devlet, da kommt man auch über das E-Devlet rein und so. Es gibt verschiedene Systeme und dann kann man halt den Status halt überprüfen. Ich bin da auf jeden Fall angelegt, ne? Und er sagt, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, das passt. So, und dann haben wir dann gestern nochmal mit ihm telefoniert und dann sagt er, ne, ist da alles schicki, so, herzlichen Glückwunsch, dann wird das passen, ne? Also er hat noch niemanden gesehen, wo das abgelehnt worden ist, das können die auch gar nicht, außer man legt es irgendwie ein Bäumchen irgendwo hin, dann ist eine innere Sicherheit bedroht und naja, ihr wisst, was ich meine. Also es kann auf jeden Fall nicht schief gehen. Wie gesagt, als wir dann da gewesen sind, da haben wir natürlich dann auch nach der Süre gefragt, wie lange das dauert. Und dann sagte die Bir Buçuk Sene, 1 bis 1,5 Jahre. Hätten wir den Brief damals bekommen, wäre das Thema jetzt erledigt und ich hätte nächstes Jahr an den Wahlen teilnehmen können. Die werden mich dann natürlich auch fragen, was meine Absichten sind, wieso ich Türke werden will, sagte ich ja bereits. Und
ja, wie gesagt, ich möchte halt natürlich gerne hierbleiben. Ich weiß, es gäbe auch meinem Aufenthaltstitel. Ich würde eh bald den unbefristeten bekommen, nur noch 2 Jahre. Dann habe ich die 8 Jahre voll. Aber wie gesagt, ein Aufenthaltstitel ist halt immer so, du bist geduldet. Ich möchte aber diesen geduldeten Status halt, ne, beenden und dann einfach mal dahin kommen, dass ich sagen kann, okay, ich bin Teil des Staates, ich bin mit dem Staat verbunden. Jetzt nicht nur, weil ich es jetzt tätowiert habe und hier übrigens, sondern ich möchte das einfach, ich habe hier ein bisschen was erreicht und wie gesagt, ich habe jetzt keine Angst, dass ich das verliere oder so, darum geht es nicht, aber ich fühle mich noch nicht komplett, ich fühle mich noch nicht angekommen, sagen wir es mal so. Und ich habe mir die Türkei bewusst ausgesucht, wenn ihr da vielleicht ein bisschen was zu wissen wollt, dann könnt ihr mir das in die Kommentare hauen, dann kann ich da vielleicht nochmal irgendwann ein gesondertes Video zu machen, dann kann ich ein bisschen was zu erzählen. Und, aber nur, wenn ihr mögt. Deswegen. Nee, aber das sind so meine Gründe. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was dieses Thema anbelangt. Wenn euch der Kanal gefällt, bitte abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, dass ihr nichts verpasst. Und ja, wenn ich nächste Woche dann da war, und nächste Woche sage ich schon, wahrscheinlich in 3 Wochen, nicht nächste Woche die, ja, dann werde ich euch einfach mal berichten, wie es da gelaufen ist. Ich mache mir halt mein Kopfkino. Das heißt zwar Türkisch-Test, aber wie gesagt, da kann man nicht durchfallen. Bei der Nummer gibt es kein richtig oder falsch. Spricht gut Türkisch oder schlecht. In meinem Fall eher Zweiteres. Nee, aber das geht sich schon aus. Aber es geht halt um eine andere Fragestellung und die hatte ich ja schon gesagt. Es geht um die Fragestellung wegen der, ne, Scheinehe und etc. pp. Und das ist halt einfach bei uns nicht der Fall. Nächste. So, die Sonne geht langsam unter. Ich muss auch noch ein Video bearbeiten für Nova Property. An dieser Stelle könnt ihr den Kanal auch bitte gerne abonnieren, wenn ihr mögt. Wird auch entsprechend eingeblendet. Bleibt mir gewogen. Einen wunderschönen Abend. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.